Die Wohnung ist mein Atelier, in dem ich so arbeiten konnte, wie es mir passte. Die Bilder verschwanden wieder aus der Wohnung und die Reste blieben. Sie ist einfach das Endprodukt aus 1000 Bildern, die ich dort in 3 Jahren gemacht habe. Die Betten stehen hier in der Küche gleich neben der Dusche und man kann über verschiedene Trittbretter sofort ins Bett steigen, ohne vorher noch großen Aufwand zu betreiben, um seine Füße zu schonen. Die Küche ist das ungeeignetste Zimmer zum Arbeiten. In meiner Wohnung hatte ich noch nie Ungeziefer, außer 2 Fliegen, die aber sofort das Zeitliche segneten. Ich brauche 2 Telefone, weil ich sehr oft verschiedene Telefongespräche führen muss. Zeitweise war es sehr angenehm für meine beruflichen Interessen bei Verhandlungen über ein Bild, wenn ich mit 2 Kunden gleichzeitig korrespondieren musste. Es waren immer besondere Anlässe, wenn ich bei uns zu Hause gekocht habe. Rinderfilet mit Pfeffersahnesoße, mit Cherry-Champignons und dazu Brokkoli mit Mandel-Muskatsoße. In schlimmen Zeiten war mir auch sehr dienlich für Tütensuppen. Alles gut bei Appetite, was sind das für Riesenbissen? Wer mich mit Neid betrachtet, er vergeht noch vor Begier. Alles gut bei Appetite, ja, er schmauste gern mit mir. Was sind das für Riesenbisse? Ja, er schmauste gern mit mir. Meine Wohnung hat nichts mit meiner Stellung in der Öffentlichkeit zu tun. Ich hatte hier 2 Putzfrauen, die mir aber dann wieder gekündigt haben. 10 Mark die Stunde, aber sie haben es nur 2-mal gemacht und meinten dann, Herr von Grafenstein, wenn das so ist, dass das dann immer wieder gleich aussieht, dann mag ich nicht mehr. Ich hatte auch verschiedene Auseinandersetzungen mit ihnen, weil sie meine Kunstgegenstände als Müll behandelt haben. Für mich ist die wichtigste aller Künste das Leben. Ich liebe das Echte, das Wahre, das Schöne. Ich liebe saubere Kleidung, weil ich ein vornehmer Mensch bin. Meine Eltern hatten nicht mehr genug Energie, sie hatten schon 8 Kinder hinter sich und ich als letzter und auch wildester hatte mehr Freiheiten als die anderen. Mein Vater hat auch gesagt, man kann einen Menschen nicht ändern, man kann nur Extreme ausgleichen.
Der Film heißt Aufgeräumt, weil ich 2 Tage vorher verschiedene Veränderungen vorgenommen habe. Es wurde aufgeräumt.